So, und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Let's Play C-Sharp oder wie ein Professor von einem Kumpel meinte, C-Gartenzaun. Die einen werden sich jetzt fragen, what the fuck? Man kann doch kein Let's Play von einer Programmiersprache machen und ich sag, doch. Deswegen habe ich es einfach gemacht. Der andere Grund ist deswegen, Kumpel von mir, der hat gedacht, hey, will auch programmieren lernen. Und da habe ich mir gedacht, ja, ist krass, bring ich dir bei. Deswegen, diese kleine Videoserie, ich werde erstmal die Grundlagen erklären, natürlich an dem wie so beliebten Hello World Projekt. Wie gebe ich was aus, wo gebe ich es aus, Syntax, Semantik, ich habe zwar keine Ahnung, was Syntax und Semantik sind, ich glaube Syntax war irgendwas mit Zeichensetzung. Ist aber auch schnurzegal, wir wollen jetzt einfach mal anfangen. Nebenbei, ich nehme auf mit Fraps, wen es interessiert. Wenn es nicht interessiert, der sollte das Ganze einfach überhören. Das hier ist die Programmierumgebung Visual Studio von Microsoft 2012. Ich bin gerade in der Ausbildung und deswegen habe ich die Professional-Version, aber zeitlich eben limitiert, nicht auf Lebenszeit. Hier an der Seite sehen wir, sind hier gerade auf Form 1 CS.Entwurf, also wie man da auf das hier Ganze kommt. Man startet die ganze Sache, dann steht irgendwo links neues Projekt und dann wählt man Projekt neue Windows Forms Anwendung. Das ist einfach was zu programmieren mit grafischer Umgebung. Ich meine, man könnte auch eine Konsolenanwendung schreiben, aber die Konsole ist eben lame. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass es keine Daseinsberechtigung hätte, sondern es ist einfach schöner, mit so einem kleinen Ding hier zu programmieren. Dann sieht man als erstes hier sowas. Das hier an der Seite taucht ganz einfach dadurch auf. Einfach Doppelklick hier drauf und schon sind wir hier drüben. Was das Ganze alles für eine Bewandtnis hat, werden wir später lernen. Werkzeugkasten, allgemeine Steuerelemente, da können wir jetzt erstmal auf die grafische Umgebung alles hinzufügen, was wir so bräuchten, was brauchen wir. Wir hätten gern einen Button. Und dann hätten wir vielleicht auch noch gern was zum Ausgeben. Ja, zum Ausgeben nehmen wir ein Label. So, dann kann man die natürlich so verschieben, also Drag and Drop, wie man es halt üblich kennt. Ausgeben oben, Button unten, Label. Machen wir jetzt noch nicht so kompliziert. Halten wir es erstmal ganz einfach. Ich habe jetzt einfach einen Doppelklick auf den Button gemacht. Dann kommen wir hier unten, wird eine Methode erstellt. Was eine Methode ist, erstmal nicht wichtig. Wir schreiben hier einfach mal rein Label und da wird es uns schon angezeigt. Label 1.text. Und Text wird immer mit einem Ist gleich zugewiesen. Zuweisungen finden von rechts nach links statt. Und jetzt fehlt natürlich irgendwas, was wir der ganzen Sache zuweisen wollen. Das Ganze ist eine Angewohnheit, was ich gerade habe. Hallo Welt. So, was das Ganze jetzt bewirkt, ist, wir drücken auf den Button 1, Klick. Jeder sollte wissen, was Klick heißt. Und dann wird dieses Stück Code hier ausgeführt. Moha, er hat Code gesagt. Label 1.text, also Label 1 ist dieses Label, das wir hier erstellt haben. Das hat netterweise schon hier die Benennung Label 1. Und .text heißt einfach, wir weisen diesem Label einen Text zu. Und mit Zuweisung, ja, ist gleich, wer sich schon mal so ein bisschen programmiert hat, weiß, ja, ist gleich ist so das Mittel der Wahl. Die doppelten Anführungsstriche oben bedeuten einfach, hier kommt ein String, also eine Zeichenkette rein. Eine Zeichenkette ist alles, was, so viel ich weiß, im ASCII-Code und in diesem UTF-8-Code drin ist. Also eine ganze Menge Zeichen. Da kann man eine ganze Menge reinschreiben. Also sowas hier, das würde alles ausgegeben werden. Aber ja, einfach nur zur Demonstration, dass es geht, können wir das hier einfach mal da drin stehen lassen. Alles eben, was zwischen diesen beiden kleinen Hochdoppelkommas, whatever, steht. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, wo es auf der Tastatur ist. Und wenn ihr es auf eurer Tastatur nicht seht, dann habt ihr so oder so ein Problem. Jedenfalls, um die ganze Sache jetzt mal auszuprobieren, können wir entweder hier auf Starten klicken. Aber es geht noch viel einfacher und später wird es auch noch viel nützlicher werden. F5. So, dann wird die ganze Sache gemacht. Haha. Klick, ja, Formatierungsfehler,
interessiert jetzt aber keinen. Es hat funktioniert. Hallo, Welt. Mehr wollen wir eigentlich auch gar nicht wissen. Da kann man die ganze Sache wieder schließen und dann können wir wieder das am Code ändern. Wichtig ist nur, gleichzeitig das Programm ausführen und Code ändern ist nicht möglich. Also, ja, es ist schon möglich, aber kann Komplikationen geben. Gründe dazu erstmal ein bisschen später. Was könnten wir noch machen? Gleich hier im ersten, machen wir es nicht so arg kompliziert. LLL, ListView, ListBox. ListBox ist immer eine gute Sache. Daran kann ich auch gleich mal mehrere Sachen zeigen. Eine ListBox ist, wie man es schon denkt, eine Box, in der man etwas auflisten kann. Die wird etwas anders angesprochen als zum Beispiel ein Label. Beim Label, da weist man einfach einen String zu und dann steht der String halt im Label drin. So, will man das jetzt aber in der ListBox schreiben, dann ist hier alles in Zeilen angeordnet. Das heißt, in einer Zeile steht ein String. Wenn ich jetzt zum Beispiel interessiert uns nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Button 1. klick, irgendwas dieser ListBox zuweisen wollte, dann müssten wir ListBox 1.items.add. Und was wir hinzufügen wollen, muss in die Klammer rein. Jetzt sagt er mir natürlich, Problem. Weil ich habe hier halt nichts reingeschrieben. Wir können jetzt einfach irgend sowas reinschreiben, aber das mag er dann auch nicht. Deswegen wieder die hochgestellten Anführungsstriche. In Anführungsstriche oben, genau, doppelt, whatever. Hat niemand zu interessieren. Wir schreiben jetzt hier irgendwas rein. Das Ganze können wir jetzt nochmal kopieren, weil das wird jetzt einfach nur einmal hinzugefügt. Kopieren. Nächste Zeile. So, hier schreiben wir jetzt was anderes rein. Es ist eigentlich vollkommen egal, was da drin steht. Bitteschön. Zack. Items add. Also Items heißt einfach nur, Items sind diese einzelnen Teile, die hier drin stehen. Das heißt, das ist Item 1, Item 2. 3, 4 und so weiter. Die kann man hier auch einzeln anklicken. Damit kann man auch später etwas machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Doppelklick drauf mache, könnte ich dem später noch eine eigene Methode zuweisen, dass dann irgendwas passiert, dass ich zum Beispiel einen Eintrag verändern kann. Soweit wollen wir mal gar nicht denken. Das sind so die Grundlagen. So kann man schon so ein bisschen damit umgehen. Man kann Blödsinn ausgeben. Man kann zum Beispiel so ein kleines Trollprogramm machen, das einfach immer so fragt, ja, wirklich, ganz sicher, ja, wirklich, ganz sicher. Machen wir es. Das hier brauchen wir nicht. Kommen wir zum nächsten wichtigen Teil, den wir beim Programmieren auf jeden Fall brauchen. Wiederholungsschleifen. Schön ans Ende. Und wie ihr schon seht, ich mache hier diese kleinen Klammern. Wenn man String gedrückt hält und E und D drückt, sollte eigentlich etwas passieren. Ah ja, stimmt. Ich habe mich nicht an die Regeln gehalten. Eine Vorschleife nennt sie sich. Wir setzen in der Vorschleife, setzen wir hier zwei so Strichpunkte ein, Semikolon, beides ziemlich lange Wörter. Jedenfalls int i. I ist eine sehr beliebte Startvariable und 0 ist immer ein guter Startwert, weil diese Items in der ListBox sind mit Zahlen benannt, aber sie fangen halt eben nicht bei 1 an. Das heißt, Item 1 hat nicht quasi hier die Benennung Nummer 1, sondern Nummer 0. Das heißt, es fängt von 0, 1, 2, 3, 4, 5. Deswegen, wenn ich hier 1 eingeben würde und ich würde dann quasi die einzelnen Items ansprechen, bekäme ich ein Problem, weil es dann quasi beim zweiten Item in der ListBox anfangen würde. Wieder zurück zur Wiederholungsschleife, int i gleich 0, das ist unsere Startbedingung. Die Endbedingung müssen wir auch noch eingeben, da geben wir am liebsten i kleiner, gehen wir mal 6 ein. Und dann kommt noch eine andere wichtige Sache, i increment. So, was ist i increment? Irgendwie nichts Sinnvolles, ich kenne C++, nicht weiter. Das heißt nichts anderes, dass jedes Mal, wenn diese Wiederholungsschleife einmal durchgelaufen ist, wird i um 1 erhöht.
plus plus heißt Increment, das heißt Erhöhung. Erhöhung des Wertes um 1. Es gibt noch, wenn man zum, in manchen Fällen ist es zum Beispiel wichtig, dass man eben von oben runter zählt, dann würde man natürlich hier in der Wiederholungsschleife hier etwas anders benennen, zum Beispiel int würde man hier sagen int gleich 5 und dann so lang bis i größer 1. Oder i größer 0 oder i größer minus 1, je nachdem, was man machen will. Aber dann wäre halt so. Dann würde halt pro Wiederholung in der Wiederholungsschleife würde dann halt i Dekrement stehen. Hat denselben Effekt, eben den umgekehrten. So. Jetzt können wir aber, weil hier alles nicht so schön steht, können wir String gedrückt halten, E und D drücken und dann rückt er uns alles schön ein. Ja. So, jetzt würde die Wiederholungsschleife, ich glaube, 5-mal durchlaufen und würde jedes Mal diese Sache hier reinschreiben. Wir wollen jetzt aber nicht immer nur das hier reinschreiben, sondern wir wollen irgendwas anderes reinschreiben. Zum Beispiel, wir würden gern i reinschreiben. Damit wüssten wir immer ganz genau, welche, wie oft diese Schleife durchläuft und in welchen Durchlauf. Ja, jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Ein Beispiel tut es auch. Zack. Die ganze Sache läuft, sind insgesamt 6-mal. Tut mir leid, habe ich mich verzählt. 0, 1, 2, 3, 4 und 5. Kann man sich ganz leicht denken. Das wiederholt eben die ganze Zeit bla bla bla. Listbox Items Add fügt halt bei jeder Wiederholung einmal in die nächste Spalte, deswegen Add, hinzufügen, die Variable i zu. Und i hat halt je nach Durchlauf einen anderen Wert, weil es ja eben hochgeht. Es gibt noch die Möglichkeit, das Ganze so zu schreiben. Das heißt, i wird erst erhöht und dann abgefragt. Aber das kommt eher in eher seltenen Fällen vor. Muss man nicht unbedingt können oder wissen. Was es dann zum Beispiel noch gibt, sind die, machen wir es mal nicht zu kompliziert, ja, vielleicht doch. So, das ist eine kleine Angewohnheit von mir. Immer schön die Zeichen hinsetzen, damit man auch ja nicht vergisst, die Zeichen hinzusetzen. Warum ich diese eckige Klammer, die geschweifte Klammer auf hier hingesetzt habe, weil es bei mir in der Firma eben so gemacht wird. Hier wird sie eben so in eine freie Zeile gesetzt. Macht es übersichtlicher, aber bei mir in der Firma ist es halt so, da steht halt manchmal auf einer Seite nur Code und das würde dann extrem viel Platz fressen, diese Methode, das hinzuschreiben. Gefällt mir zwar nicht, aber so ist es halt. Das heißt, Formatierung zählt hier halt eigentlich wenig. Im Computer steht das Ganze eh alles ohne Leerzeichen, sondern hier stehen dann einfach quasi nur vor, die ganzen Bedingungen, die eckige Klammer wie hier oben, die ganzen Befehle würden ja auch hintereinander stehen und die eckige Klammer zu würden dann auch hier stehen. Es würden dann zwar getrennt Zeichen dastehen, das Schrägstrich Backslash R, Backslash N, aber ja, wir wollen es erstmal einfach halten. If i ist gleich genau, if i modulo 2 entspricht 1. Der ein oder andere dürfte sich jetzt fragen, was ist modulo? Also dieses Prozentzeichen. Prozentzeichen heißt sowas wie Rest. Das ist ungefähr so. I wird durch 2 geteilt und der Rest wird dann jeweils ausgegeben. So, damit kann man eben prüfen, ob I gerade oder ungerade ist. Das heißt, die Doppel-Ist-Gleiche hier sind dafür da, um einen Vergleich anzustellen. In C-Sharp muss man, wenn man Vergleiche anstellen will, ein Doppel-Ist-Gleich verwenden. Das heißt, eine Zuweisung ist ein Ist-Gleich, ein Vergleich sind 2 Ist-Gleiche. Das ist ja eigentlich nichts anderes als Konvention. Upsa. Bin ich auf die falsche Taste gekommen. Ja, das Ganze ist nichts anderes als eine Konvention mit dem Doppel-Ist-Gleich, aber es ist eine Programmiersprache, deswegen muss man sich dran gewöhnen. So, das fragt mich jetzt, ob der Modulo gleich 1 ist und wenn ja, also if diese Bedingung hier gleich true, also wahr,
Das heißt, wenn zum Beispiel hier 3 rauskommt und 3 durch 2 Rest gibt 1, das heißt, das Ganze hier wäre wahr, dann wird das in der ersten geschweiften Klammer hier ausgeführt. Also Listbox 1 Items at i. Das würde dann quasi bei einer ungeraden Zahl wird einfach i hinzugefügt. Aber nee, sagen wir nicht i, sondern wir sagen ungerade. Das war jetzt natürlich richtig mies von mir, wie sich da einige ein oder andere schon denken kann. So, es gibt dann halt aber auch noch die if-else. Also wer ein kleines bisschen Englisch kann, weiß, was jetzt kommt. So, das hat er mir schön eingerückt. Wenn diese Bedingung true ist, dann passiert das hier. Wenn sie aber falsch ist, passiert das hier. Das heißt, hier bitte einfach listbox1.items add. Und was schreiben wir hier rein? Natürlich gerade. So, das ist ein ganz einfacher Vergleich. Das habt ihr gleich noch das Modulo. Hier ein schönes Vergleichszeichen dazu gelernt. Es gibt auch noch ein Ungleich. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Das Ausrufezeichen gilt in der Programmiersprache hier als Sinn, also als logisches Nicht. Kann man auch noch später anders verwenden, aber das interessiert uns jetzt erstmal etwas weniger. So sind zum Beispiel Vergleiche aufgebaut und halt eben zum Beispiel der Code innerhalb von Schleifen. Der PC muss ja immer wissen, welchen Teil er immer wiederholen muss, deswegen sind diese Schleifen da. Und dieses System eben, das alles so schön eingerückt ist, das wird halt eben so am besten visualisiert. Hier haben wir es eben da, hier haben wir es so. Und jetzt wird hier eben, wie schon gesagt, wenn es ungerade ist, wird in der Listbox 1 add ungerade ausgegeben. Hier wird es gerade, sonst wird es gerade ausgegeben. Ich meine, wenn die Zahl nicht ungerade ist, dann muss sie was sein? Gerade. So, wird das hier ausgegeben, können wir gleich F5. So. Ja. 0 ist, ich glaube, die 0 zählt als gerade, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber dann halt 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, die Zahlen sind immer dieselbe geblieben, nur geben wir jetzt eben nicht die Zahlen selbst aus, sondern die, ja, wie sagt man das, ob sie gerade oder ungerade sind. Das ist zumindest ein einfacher Vergleich, das ist die Grundsyntax. Und wir können uns noch einen Spaß machen. Gucken wir mal, wo ist diese Klammer? Ah, da ist diese Klammer. Das heißt, hier können wir noch einen Spaß reinschreiben. MessageBox.show. Und hier können wir irgendwas reinschreiben, was uns gerade gefällt. Du Arsch. So, und wie ihr seht, also wie ihr wahrscheinlich jetzt schon seht, hier sind Sachen schön eingefärbt. Strings sind eigentlich immer in diesem Rotton eingefärbt. Ich weiß nicht, ob es genau rot ist oder was für ein rotes ist. Das interessiert uns aber jetzt auch nicht. Das hier ist ein dunkelblau. Das steht meistens für, ich weiß nicht genau, wie man die Sachen benennt, aber eben private, public. Private heißt, das kann man nur in der Klasse verwenden. Public heißt, das kann man auch von außerhalb zugreifen und so weiter und so fort. Das hier oben zum Beispiel könnt ihr ignorieren. Das hier könnt ihr auch ignorieren. Was Klassen sind, darauf komme ich in einem späteren Video noch zurück. Jetzt geht es einfach nur mal darum, erstmal ein paar Zeilen Code geschrieben zu haben. Um die ganzen Sachen sinnvoll zu trennen, machen wir noch ein bisschen Platz dazwischen, damit man die auch so im Kopf gut trennen kann. Das heißt, hier geben wir, vielleicht sollte ich noch auf eine andere Sache hinweisen. Die Reihenfolge ist wichtig im Code. Das heißt, wenn ihr irgendwas hier in der falschen Reihenfolge reinschreibt und das eine auf dem anderen aufbaut, dann könntet ihr Probleme bekommen. Der Code wird immer von oben nach unten durchgelesen. Das ist also vom Computer. Deswegen hier oben wird gelesen, was für Systemkomponenten muss ich alle benutzen. So, dann kennt ihr die ganzen Komponenten. Den ganzen Kram hier oben könnt ihr euch, komme ich später zu. Dann kommt hier, wenn Button 1.click, also Strich Klick, das heißt, wenn Button 1 gedrückt wird, dann tue das hier. Und dann liest er hier eben durch. Also wenn ich auf den Knopf gedrückt habe, dann liest die hier,
Label 1.text, ich soll ins Label 1 den Text schreiben, schlag mich tot. Und danach soll ich eine Vorschleife ausführen mit zwei Vergleichen. Und am Ende soll ich noch eine Messagebox ausgeben, wo drin steht, du Arsch. Deswegen, F5 mal wieder. Hier, kleine Messagebox, du Arsch. Du Arsch. So, das war jetzt so kleine Grundlagen. Ich weiß, damit kann man noch nicht viel anfangen. Damit kann man keine großen Datenbanken schreiben. Damit kann man keine Computerspiele schreiben. Aber ich meine, selbst Computerspieleentwickler haben genau so angefangen. Gut, es kann natürlich sein, dass sie anders angefangen haben, aber ich meine, das ist ein guter Einstieg. Die Praxis fügt dem Gehirn immer noch am meisten Lerneffekt zu, wenn man es selbst ausprogrammiert hat. Das heißt, schreibt die ganze Sache erstmal. Also ladet euch natürlich erstmal das Programm runter, falls ihr es euch runterladen könnt. Es gibt noch andere Methoden, es auszuführen, aber Visual Studio ist kostenlos, wenn man sich einen Account macht oder diese 30-Tage-Testversion benutzt. Deswegen ladet euch runter, macht ein neues Projekt auf. Ihr könnt dann auch noch den Namen des Projekts eingeben. Hier oben habe ich Test App reingeschrieben, also Test Application, ja, App kennt jeder von Handys, also sollten die meisten zumindest kennen. Und dann macht ihr halt einfach einmal so ein, das hier ist schon da. Das heißt, ihr müsst bloß noch Button, Label und die Listbox hinzufügen. Die haben schon standardmäßig immer Button 1, Label 1 und Listbox 1. Die könnt ihr noch später umbenennen, aber dazu in einem anderen Video. Deswegen heute ist nur der erste Teil immer so ein bisschen klein. Ich habe die Angewohnheit, viel zu labern, deswegen lasse ich euch jetzt mal mit dem Code in Ruhe. Ich meine, ihr könnt es ja pausieren, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Deswegen ist es ja ein Video, ihr könnt es euch immer wieder anhören. Deswegen sage ich Tschüss, bis morgen, bis heute Abend, schönen Tag noch und leckt mich ab.